Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Los geht's! Schalke stößt an in weiß mit hellblauen Akzenten. Der Sportclub in dunkelblau und schwarz. Von rechts nach links, Terkam. Vom VfL Bochum. Bereits mit 4 Scorerpunkten auf sich aufmerksam gemacht. Und dann gucke ich einmal auf meine Notizen. Und dann steht es 0:1 durch Nelson Amadin. Zweite Minute, 1:30 gespielt. Und schon ist der Ball im Netz. 2020 eher sich dem VfL Bochum anschloss. Und jetzt hier seine erste Herrenstation hat. Ruskis, links wäre Kerkemeier. Den findet aber nicht so eine Panne weg. Aber schauen wir jetzt erstmal auf Alexander Kopf. Kopf gut für Ivan. Andreas Ivan. Hölscher. Karahan gegen Pöpperl. Starker Ball auf die linke Seite. Da ist Ivan. Andreas Ivan. Geblockt. Pöpperl Nachschuss. Marcel Hölscher. Ivan mit dem Freistoß. Da ist Boboy. Wieder Hölscher. Der hat in der Anfangsphase deutlich mehr Ballaktionen, als es ihm lieb wäre, glaube ich. Wieder Castelle, Niklas, Castelle! Traumtor! 14. Niklas Castelle! So, Castelle legt ab auf Ivan. Ivan muss erst ein bisschen dribbeln. Da ist zu wenig Druck. Zu wenig Präsenz. Not so much. Bisher machen die Schalker das Spiel. Amadin, nächste Chance. Nelson Amadin. Schüttelt da Amadek aus. Nächste Torschuss. Paul Pöpper diesmal. Tom Röse, Abouagi, stark. Karahan hat ihn am Linken. Hätte vielleicht abschließen können. Ruskis, Ruskis! Amadin setzt sich da wieder durch im Dribbling. Nelson, Amadin. In die Mitte und da steht's 0:3. Tim Schmidt. Zweites Saisontor im zweiten Spiel. Das ist dann halt auch einfach nicht gut. Aber das passt auch nicht, dieses Matchup da auf der Außenlinie. Amedik gegen Amadin. Abouagi. Pannewig könnte mal abziehen. Ja, die Ballannahme dafür stimmt aber nicht. Abouagi rechts wäre Dom Röse. Der zeigt einen Weg an. Den findet Abouagi. Ruskis. Ruskis. Tor 1:3. Anschluss. Das Spiel ist noch lange nicht zu. Ich weiß gar nicht, wer ihn am Ende über die Linie gedrückt hat. Aber super Spielzug. Abouagi auf Dom Röse. Und Ruskis. Geben wir ihm das Tor? Nee, wir geben es Bartin Karahan. Sechstes Saisontor für Bartin Karahan. Passend zur Rückennummer. Der alte Abstand ist wieder hergestellt. Aber jetzt müssen die Wienbrücker aufpassen, dass es nicht wieder 3 sind. Ivan. Andreas. Ivan. Lädt zum Tanz ein. Ivan, Ivan, Ivan. Hölscher. Was ist denn hier los? Seiten. Schöner Vertikalball. Ruskis. Ja, nehmen wir mit. Erster Abschluss in der zweiten Hälfte. Schnell ausgeführter Freistoß. Seleschuss. Stark. Niklas Seleschuss. Paris. Gute Ballannahme. Dominik Domröse hat viel Platz. Domröse. Pannewig. Zahl beim Angriff. Super von Pannewig. Seleschuss. Paris, Seleschuss. Nee. Pannewig war's. Und da wäre es fast gewesen. Das kannst du nicht besser spielen. Super Mitnahme von Niklas Seleschuss. Nick Domröse. Mit dem Albaner. Ruskis. Ruskis! Der sah jetzt gar nicht so gefährlich aus. Aber Paris muss hin. Tuma dachte, er lässt sich da zu viel Zeit. Aber dann die genaue Flanke auf Manfredas Ruskis. Und die Parade von Julius Paris zur fünften Ecke. Seleschuss, nee, zu wenig. Aber es gibt nochmal... Ja, was gibt es? Die gelbe Karte für Giamfi. Okay. Ja, schauen wir uns das nochmal an. Seleschuss, das ist für mich gar nichts. Und dann, okay, also er hat für das Foul die gelbe gegeben. Ich dachte jetzt wegen Handspiel.
Der Freistoß. Thuma. Direkt Baris. Und jetzt ist die Partie vorbei. Der FC Schalke 04 gewinnt. Am Ende nicht unverdient, so möchte ich es nennen, gegen den SC Wiedenbrück. Und da gibt es noch eine Rudelbildung. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Ja, Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos, irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da, ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.